Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Juvenilis Nature Box. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Juvenilis Boxen bekommst du aktuell auf Amazon.de, verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Da gibt es vier verschiedene. Ich bin gerade auf der Suche nach einem... Wie heißt das? Nach einer Schere. Genau, da gibt es vier verschiedene. Da gibt es die Männerbox, die habe ich dir schon vorgestellt. Die Naturebox, die ich dir jetzt vorstelle. Und dann gibt es noch die Lady und die Young-Version davon. Die kosten jeweils 16,95 Euro. Und die kannst du halt entweder auf Amazon erwerben oder halt entsprechend auf der Juvenilis-Homepage selbst. Und die kommen ab und zu mal. Wann die online kommen, ich weiß das gar nicht so genau. Also in welcher Regelmäßigkeit. Ich hätte jetzt mal gesagt, so zu jeder Jahreszeit gefühlt, ne? Und ich entdecke das dann einfach, weil mir das auf Amazon, hallo Sammy, vorgeschlagen wird. Und ja, hier habe ich die Nature Box, die habe ich jetzt einfach mal von ihren Klebis befreit. Und es ist eine relativ kleine Box, aber der Inhalt und vor allem der Wert, der haut einen echt um, Leute. Anhand des schönen Schleifchens sehen wir, es ist die Nature Box. Ansonsten sehen die Boxen nämlich komplett gleich aus. Du hast das schwarze Seidenpapier und nur die Schleife ist eben unterschiedlich. Also bei der Man Box war es die schwarze Schleife. Jetzt haben wir die grüne Schleife. Bei der Lady Box haben wir die rote Schleife, glaube ich. Und bei der Young Box so eine zart rosa Schleife. Okay, ja. Hier sind auch Marken enthalten, die ich vorher einfach noch nicht kannte. Und ich finde das so schön, wenn ich neue Sachen einfach kennenlerne. Erstmal rieche ich an der Box. Es kommt ein sehr kräuteriger Geruch durch, aber auch dieses Papier ganz einfach. Sammy riecht an allem, was hier so rumsteht, ne? So, hier haben wir den ersten Blick in die Box, beziehungsweise hier ist auch schon der Flyer, wo drin steht, was drin ist. Hier habe ich auch einen 10% Rabattcode, da kannst du mal schauen, ob du den vielleicht einlösen kannst. Ich weiß nicht, wie oft sowas einlösbar ist, musst du mal schauen. Und hier haben wir die Produkte in der Box und die hole ich jetzt mal nach und nach raus. Als erstes habe ich hier so ein Produkt drin, das fand ich schon bei der Manbox so interessant. Hier ist einfach ein Öl drin. Und zwar ist es nicht ein Öl, was du irgendwie für den Körper nehmen kannst. Nee, das ist ein Kürbiskernöl von Steirerkraft. Also, das war jetzt nicht in der Manbox 1:1 drin, da war ein Senföl drin tatsächlich. Hier haben wir 100 ml von einem Öl. Das kannst du zum Kochen nehmen, für Salate. Vanilleeis liebt Kürbiskernöl. Auch das finde ich interessant. Ich denke, hier in diesem Flyer sind dann auch irgendwie so Kochrezepte oder so mit dabei. Also sowas finde ich wirklich interessant. Was kommt denn? Steirische Topfentorte, da kannst du es mit reinmachen. Da hast du ein richtiges Rezept mit dabei. Finde ich interessant. Gerade jetzt, weil wir ja auch so in der ganzen Herbstzeit sind. Da ist Kürbis ja auch sowieso das Saisongemüse, sag ich mal. Und ich schaue immer, was hier in diesem Flyer so drin steht. Also diese 100 ml kosten 4,29 Euro. Das ist nicht günstig. Das ist der Wahnsinn. Das hochwertige steirische Kürbiskernöl GGA, weiß ich nicht, wird nur aus den besten Kürbiskernen der Der Vertragslandwirte von Steirerkraft hergestellt. Feinnussig im Geschmack, zähflüssige Konsistenz und sattgrüne Farbe. So muss das beste steirische Kürbiskernöl GGA sein. Ja, ne? Ist schon mal ganz witzig und passt auch irgendwie zu Nature Box. Ja, also von daher, das ist schon eine ganz coole Sache. So, dann nehme ich das nächste raus. Da habe ich hier einen Nagellack? Zau? Okay. Security Seal. Okay, das ist ein Siegel. Nail Polish, 8 ml. Ja, das ist halt so ein richtiges Pink, ne? Interessant. Ei, 12,90 Euro kostet dieser Nagellack von Zau Bambus. Das ist auch interessant. Das ist hier nämlich ein Bambusverschluss. Ich werde nicht alle Produkte hier tatsächlich direkt testen, weil das ein oder andere geht natürlich in Weihnachtsgeschenke rein. Ne? Der organische, auf Wasser basierende Nagellack steht gewöhnlichem Lack in nichts nach. Im Gegenteil, ohne jeglichen Zusatzstoff und angereichert mit Kieselsäure, Bambusöl, können Sie den Zau-Lack uneingeschränkt verwenden, ohne Ihre Gesundheit zu gefährden. Trotz des Verzichts auf Zusatzstoffe ist er deckend und langanhaltend. Okay, aber das möchte ich doch irgendwie jetzt mal testen. Ne? Den mache ich mir mal drauf. Und ich meine, ich bin ja auch so ein Fan von diesen extrem bunten Lacken. Da bin ich ja kein, ne? Muss ich ja auch sagen. Da kenne ich ja nichts.
Seitdem ich Gelnägel hatte, bin ich da wirklich tiefenentspannt. Damals war ich ja so maximal mit roten Nägeln unterwegs, aber mittlerweile kannst du nichts dazu sagen. Du hast ja auch so eine Kugel drin, damit das Ganze dann halt geschüttelt werden kann, beziehungsweise gerollt. Da muss man das erstmal aufkriegen. Ja, es sieht halt wirklich aus wie Nagellack. Ich riech mal. Riecht wie Nagellack. Also da hast du jetzt nicht irgendwie, dass der besonders anders riecht. Dann mache ich mir den mal hier. Gut, über meinen silbernen Nagellack, ne, da kannst du jetzt keinen Blumentopf mit gewinnen. Weil so ultradeckend kann der dann gar nicht sein, weil so ein silberner ist jetzt hier auch ein bisschen heftig unterwegs. Ne? Ich habe das jetzt einfach mal so kurz drüber gemacht. Da siehst du jetzt nicht allzu viel von, muss ich sagen. Ne? Du siehst, okay, ich habe da was drüber gemacht. Wenn ich jetzt das Silber vorher nicht drauf hätte, dann sähe das wahrscheinlich ziemlich gut aus. Aber ja, da kann dieser Nagellack natürlich nichts für. Aber ansonsten finde ich die Farbe echt schön. Mag ich gerne leiden. Auch so ein Pink, ne, stehe ich ja voll drauf. Also cool, dass sowas auch mit drin ist. Auch diese Kappe so aus Bambus. Yep, das war mein Handy. Wahnsinn, schön. Also auch vom Packaging gefällt mir das richtig gut. Entschuldigung. Dann habe ich hier das nächste Produkt drin. Eine beruhigende Creme mit Manuka und Bio-Borage. Da sind 8 ml Sensitivpflege drin. Das ist ja winzig klein. Es ist vegan. Und das ist so eine Morgens- und Abendscreme. Die kannst du an beiden Möglichkeiten verwenden. 30 ml kosten 29 Euro. Ja gut, ne? Das heißt, die wird jetzt nicht so ultra viel kosten, das ist auch eher eine Probe. Manchmal hast du Glück und hast dann echt große Pötte auch mit drin. Die beruhigende Creme versorgt sensible Haut mit langanhaltender Feuchtigkeit. Die natürliche Schutzbarriere wird gestärkt und die Haut vor umweltbedingten Reizstoffen geschützt. Sie lindert Rötung, Spannungs- und Trockenheitsgefühle. Die Haut fühlt sich sofort genährt, geschmeidig und rundum angenehm entspannt an. Ja, ne? Das ist schön. Ja. Manuka-Honig mag ich ja total gerne. Seitdem, ich weiß jetzt auch wieder, wie es heißt, seitdem dieses Lovely von Paola Maria in dem DM drin stand, stehe ich ja auch voll auf Manuka-Honig. Das ist ja voll meins. Also ja, ist nicht lange haltbar. Bis 03.2020 steht hier drauf. Also zack, zack, schnell aufgebrauchen. Ne? Gerade wenn ich das jetzt in den Adventskalender reinmache, ist es ein bisschen schade. Hm? Ne? Dann hat die Person nur 3 Monate Zeit, das aufzubrauchen. Aber mach's ja nichts dran. Kann die Box ja nichts für. So, dann habe ich hier etwas drin, das hatte ich aber tatsächlich schon mal drin. Shampoo für jeden Tag Blütenglanz von Iluna mit Bio-Rose und da sind 50 ml drin enthalten. Und Rose und ich, ne, wir sind ja so, aber ganz arg. Also ich liebe Rose. 250 ml würden 10,95 Euro kosten. Ja, es riecht voll angenehm nach Rose, also das gefällt mir. Muss man mögen, ich stehe auf den Rosenduft. Feinporiger, sinnlicher Schaum mit traditionellen Pflegegeheimnissen. Dieses Shampoo verleiht ein intensiv gepflegtes, vitales Haar, stärkt die Haarwurzeln, spendet Feuchtigkeit und gibt dem Haar Glanz. Frei von Silikon und Paraffin und synthetischen Farb- und Duftstoffen. Auch das finde ich super und ja, das ist auch eine schöne Adventskalendergröße, auch wenn das halt eine recht kleine Größe ist, aber die Box ist ja auch recht klein. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir hier nur so Riesenprodukte haben, ne? Ja, cool. Bisschen von Kopf bis Fuß gepflegt. Und dann habe ich hier noch von CMD Naturkosmetik Rügener Kreide eine weitere Gesichtscreme drin mit Original Rügener Heilkreide. Da sind 5 ml enthalten. Auch das hatte ich schon mal drin und habe das meiner Stiefschwiegermama in Spee gegeben. Genau, also 50 ml kosten 11,99 Euro, also das kostet ungefähr 1,20 Euro. Diese schnell einziehende leichte Gesichtscreme mit Original Rügener Heilkreide ist besonders für fettige, zur Rötung neigender oder Mischhaut geeignet. Die enthaltenen Mineralien wirken regenerierend auf die Hautzellen und fördern die Durchblutung. Durch die leichte Textur wird die Haut mattiert und der Teint erscheint ebenmäßiger und feiner. Ja, ne, also ich finde, sowas ist eine schöne Probe, um mal zu gucken, ob meine Haut, meine Gesichtshaut oder die Gesichtshaut von der Beschenkten das verträgt. Das ist, ich glaube, bis 03.21 haltbar, wenn ich das hier richtig sehe, ist es 100% vegan. Und Heilkreide, kannst du nichts mit falsch machen. Ist eigentlich ein super, super, super natürlicher, guter Zusatzstoff, den ich wirklich empfehlen kann. Ja, ja, ne? Auch so eine kleine Adventskalendergröße. Tatsächlich, ich bin im Adventskalender-Fieber, Leute. Tut mir leid. Aber naja, eine größere hätte es eigentlich auch wohl getan, oder? Naja, ich würde jetzt sagen, dass der Wert hier jetzt, weil das war jetzt auch der Inhalt, nicht so bombastisch hoch ist. Also
Da hat mich ja zum Beispiel die Manbox mehr umgehauen und die beiden anderen Boxen, die hier neben mir stehen, also Lady und Youngbox, haben wahrscheinlich auch einen höheren Wert. Dafür hast du hier halt wirklich die natürlichen Produkte drin, die du eben gerne hättest. Ich weiß es nicht. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Manchmal ist es ja auch gar nicht so verkehrt, wenn die Produkte, die einem gefallen, nicht so unbedingt teuer waren, oder? Weil dann kann man sich die auch nachkaufen. Ich habe keine Ahnung von Naturkosmetik an sich, ne? Also ich bin da nicht so intensiv in diesem Thema drin. Finde aber, dass die Produkte einen ganz guten Eindruck jetzt so auf mich gemacht haben. Ja, aber ich glaube halt vom Wert nicht so riesig hoch. Ansonsten würde ich sagen, das war die Box. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!